Ein sehr interessanter Knoten ist der Manx-Knoten. Hier zwei Varianten des Manx-Knoten, einmal eine feste Schlaufe, einmal eine Schlinge. Das heißt, man bindet beide Varianten nach der gleichen Methode, zieht sie nur verschieden zusammen. Generell wird der Knoten in die Leine gebunden, also in eine Bucht. Es wird kein Durchstecken erforderlich. Und je nachdem, wie man diese Schlauf oder Schlinge in der Leine braucht, entweder man will sie irgendwo einhängen, dann reicht die Schlaufe, oder man möchte die Leine fest an einem Pfosten oder was weiß ich immer befestigen, würde man die Schlinge verwenden. Der Manx-Knoten. Zunächst zur Schlaufenvariante. Die Herstellung, das Binden ist fast identisch. Wir legen zwei Unterhandaugen, legen das rechte über das linke und ziehen diese Part des rechten Auges durch das linke. Wenn wir jetzt hier an diesem Auge und an dieser Part ziehen, erhalten wir eine feste Schlaufe. Wenn wir jetzt wieder zwei Unterhandaugen, rechte über das linke, die Part durchziehen und jetzt die Parten, wo den Knoten zusammenziehen mit allen Parten, erhalten wir eine Schlinge. Der Manx-Knoten.